Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Die lange Leitung. Und wir haben heute wieder einen Gegenstand, den ich gleich in die Kamera zeige. Und wir haben Marc und Till in der Leitung, die es erraten sollen. Hallo Marc, hallo Till. Hallo. Ja, servus. Also ich zeige jetzt beim Gong zeige ich jetzt den Gegenstand. Achtung. Das hier ist der Gegenstand. Ist cool, ne? Ja, das hätte jeder gern. Ja, ich stelle ihn mal wieder weg. So, und jetzt könnt ihr mitraten da draußen. Und der Hinweis zu dem Gegenstand ist, früher waren die auch mal aus Holz. Eisenschuhe. Ja, Eisenschuhe. Meinst du, ich habe jetzt hier so einen Eisenschuh irgendwo rausgepackt? Ja, ganz cool. Ja. Nee, okay. Till, du bist dran. Ist es ein Gerät aus der Küche? Es ist etwas aus dem Küchenbereich, richtig, ja. Ist es etwas, was man eher zur Nahrungsaufnahme oder zur Nahrungszubereitung braucht? Also ich darf hier nur auf Ja und Nein. Oh. Also braucht man es, um ja. Nahrung herzustellen, also Nahrung zuzubereiten? Zuzubereiten, nein. Ja, Marc, jetzt ist es einfach, ne? Also braucht man es natürlich, um Nahrung zu sich zu nehmen. Richtig. Mensch, wie bin ich da nur drauf gekommen? Ja, du bist einfach so schlau, du bist Mentalist, du hast die Gedankenübertragung gerade gemacht. Ja, das sind gute Vibrations hier. okay, zur Nahrungsaufbereitung. Naja, fällt es unter die Kategorie Besteck? Besteck, nein. Schade. Schade, ja, sehr schade, weil du wärst du sehr nah, aber nein. Okay. Gut, fällt es dann eher in den Bereich Geschirr? Ja, Geschirr kommt dem sehr nahe. Sehr nahe, gut. ist es etwas für, ich sage mal, flüssige Sachen darin aufzuheben? Der Till ist ein Schnellmerker. Ja, flüssige Dinge werden dort überwiegend aufgenommen. Okay, früher war es auch mal aus Holz. Früher war es mal aus Holz, ja. Keine Ahnung. Es könnte so vieles sein, mein Gott. Naja. Ist es, ich sag jetzt einfach mal stumpf, eine Schüssel? Nein, keine Schüssel. Okay. Also dann tippe ich darauf, dass es ein Becher ist. Definiere Becher. Na, ein Trinkgefäß. Ein Trinkgefäß, okay. Ja, Trinkgefäß sind wir schon recht nah dran. Weil Becher, da sehe ich diese Plaste-Elaste-Dinger auch irgendwie, die man so in die Hand nimmt. Ja, ein Becher. Ein Gefäß, in dem Flüssigkeit hineinkommt. Ja, was gibt's da sonst noch außer Becher? Was gibt's da sonst außer Becher? Hallo? Eine Schüssel, aber das hatten wir doch schon, Schüssel, oder? Ja, Schüssel hatte ich gesagt. Ja. Schüssel hatten wir doch schon. Ja, also? Wer ist denn dran? Bin ich dran? Jetzt bist du komm. Mal dran, ja. Till, hau raus. Hau okay. Das Wort raus, komm. Hau das Wort raus. Komm, jetzt haben wir ihn umzingelt. Keine Ahnung. Wir haben ihn jetzt Tasse? Umzingelt, also das muss jetzt... Was hat er gesagt? Tasse. Wer hat das gesagt? Till. Till! Till, schon wieder, Mensch! Till, du bist der König! Oh. Ja! Hier! Ey, Moment mal ganz kurz. Was? Ich hab doch eben Becher gesagt. Becher! Becher ist ja, ja. Kann ja alles sein. Becher ist ja hier aus Plastik und sowas. Ich wollte eine Tasse. Früher gab es sowas aus Holz. Boah, ey, Till, den Punkt, den teilen wir uns aber. Den teilen wir uns. Nix da! Wie einverstanden? Ich bin doch hier der Spielleiter. Was soll die Scheiße? Hallo? Merkst du was? Hallo Berlin? Bin ich mit Berlin verbunden? Ja? Oh, meine Frage. Ja, auf jeden Fall, okay. Es war eine Tasse hier, schöne Tasse mit einem richtig coolen Aufdruck. Da trinke ich immer so meinen Glühwein draus. Ich sag dir, egal, wurscht. Ja, das war die heutige Folge von Die lange Leitung mit Marc Hagenbeck und Till aus Till und sein Vlog. Ich bin Sagi und schalte demnächst wieder rein, wenn es heißt Die lange Leitung. Cheerio, Miss Sophie. Ciao. Ciao. Das war
die lange Leitung auf Schoki Banuki New Television. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.